Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight Arena. So, in dieser Episode werden wir hoffentlich endlich mal die epische Quest mit Wolverine abschließen können, denn ich habe hier 1000 Phönixfedern zusammengefarmt, also klicken wir auf Forschungsfortschritt. Jetzt abgeschlossen. Perfekt. Falls ich ein bisschen erkältet klinge diese Episode, liegt das daran, dass ich erkältet bin. Also, die angekündigte Kanalpause kommt gerade recht. Wobei ich ja selbst keine Pause mache, sondern ich bin ja offscreen ganz, ganz, ganz viel am Aufnehmen. Also, ne, ich bin zwar, auf dem Kanal kommen zwar keine Videos außer Marvel Heroes Omega, aber ich produziere ja ganz, ganz viel vor. Und, na gut, wir machen auf jeden Fall mal weiter hier. Wolverine, 6 Sterne gemeistert. Endlich. Und das teilen wir auch gleich mal hier in der Allianz, damit alle sehen, dass es vorangeht. Jean reagiert nicht. Es ist genauso, wie ich befürchtet habe. Der psychische Rückstoß von dem Gerät hat vielleicht ihren Verstand zerstört. Wir kannten das Risiko. Lass sie jetzt in Ruhe. Es gibt andere wichtige Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das unterscheidet uns voneinander, Magneto. Wir helfen anderen Mutanten nicht nur, wenn es gerade passt. Idioten, ihr würdet einen Verrückten weiter frei herumlaufen lassen? Maximus nähert sich seinem großen Finale. Sein Meisterplan ist auseinandergefallen. Ich nehme an, dass Königin Medusa ihn lokalisieren und von seinem eigenen Volk verurteilen lassen wird. Ich verstehe ein kleines bisschen was von den sogenannten Schurken, X-Men. Man sollte sie nie abschreiben, vor allem dann, wenn alles verloren scheint. Darum geht es doch, Magneto. Es ist nicht alles verloren, noch nicht. Aber wenn wir Jean wieder verlieren, ich kann mir das nicht einmal vorstellen. Es gibt nur einen Ort auf der Erde, an dem ein Mutant mit ihren Kräften behandelt werden kann. Ihr habt das Fellknäuel gehört. Bringen wir unser Mädchen nach Hause. So, wir sollen hier verhülltes Geheimnis Aufstieg des Phönix einmal abschließen. Das machen wir hier. Danach haben wir noch einen letzten Abschnitt. Also gehen wir hin, Aufstieg des Phönix. Moment, müssen wir jetzt wieder hier irgendwie, Moment mal. Wolverine muss verwendet werden. Naja, dachte ich mir ja schon fast. Deswegen bearbeiten wir ganz kurz das Team hier. Ihn, die haben wir schon auf Stufe 60, das ist super klasse. Packen Wolverine noch mit hier rein. So, perfekt. Und dann starten wir mal. Sie wacht auf. Jean, kannst du mich hören? Alles wird wieder okay. Alles wird. Brennen! Oh mein Gott! Das kann nicht sein! Im Namen der Göttin! Ihr Verstand muss größeren Schaden erlitten haben, als ich vorhergesagt hatte. Maximus hat zwar nicht mehr die Kontrolle über sie, aber Jean auch nicht. Das ist nicht Jean. Nicht mehr! Der dunkle Phönix ist aus der Asche auferstanden. Im Vergleich zu ihr sind die Kräfte von Maximus einfach nur lächerlich. Jean ist immer noch irgendwo da drin. Vielleicht kann man vernünftig mit ihr reden. Wir wissen, dass der Phönix nur eine Sprache spricht, Zeig. Und alle Worte scheinen nur eins zu bedeuten. Das ist das Ende von allem. Huch, das ist er. Also, wer will mir helfen, ihr zu beweisen, dass sie falsch liegt? X-Villa und wir haben direkt Jean Grey vor uns. Na gut, da kämpfen wir mal gegen sie. Wie schwer kann sie schon sein? Also als Computer ist sie definitiv nicht schwer. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man im PvP einer Jean Grey gegenübersteht, sieht das schon ganz anders aus. So, es gab Phönixfedern und ein paar von diesen Kristallen hier. Machen wir weiter. Glückwunsch! Geschichte, Aufstieg des Phönix abgeschlossen. Tippe auf epische Quest und hol deine Belohnung. 100 Abschlusstickets, sehr gut.
Die Welt wird brennen! Die Welt! Nicht mehr, Schätzchen. Du bist in Sicherheit. Die Welt ist immer noch hier. Oh, Logan! Du verstehst es nicht. Der Phönix wollte die Welt nicht bedrohen. Er wollte sie warnen. Was? Warnen? Wovor? Vor etwas, das viel größer ist als wir alle zusammen. Die kosmische Ordnung aller Dinge bricht zusammen. Könnten dies die unheilvollen Umstände sein, von denen T'Challa gesprochen hatte? Hoffentlich hat sein Team von Ultimates sich darum gekümmert. Das hört sich so an, als ob es eine Nummer zu groß für uns wäre. Sagt das Mädel, das uns gerade dabei geholfen hat, die dunkle Phönix zu erledigen. Was es auch sein mag, es muss warten, bis Jean und der Rest von uns wieder bei vollen Kräften ist. Die Zukunft wartet nicht auf uns, Scott. Sie ist bereits hier. Dann sind die X-Men bereit für den Kampf. So, wir holen uns jetzt alle Geschichten abgeschlossen. 1 von 1, Wolverine, Stufe 60. Jeha! Aufstieg der X-Men. Story abgeschlossen. Na, endlich! Darauf haben wir gewartet. So, für die Leute... Achso, machen wir ganz kurz die Herausforderungen. Wolverine auf Stufe 60. Perfekt. Das heißt, die nächste Story-Mission kann gerne kommen. Ne, ihr seht das 100%. Also hier alles abgeschlossen. Und ihr seht es dann 100%. Pünktlich vor dem nächsten großen Update. Also sieht er folgendermaßen aus. Ich habe ja angekündigt in dem verspäteten 200 Abonnenten-Special, dass ich in Kanalpause gehe. Das bedeutet, dass nicht ich persönlich Pause mache. Ich persönlich bin immer noch jeden Tag mehrere Folgen am Aufnehmen. Und die Betonung liegt jeden Tag mehrere Folgen. Darauf liegt die Betonung. Weil ich nämlich nicht inaktiv bin. Also der Kanal wird ein bisschen inaktiv sein. Das heißt, ich werde jetzt quasi den Rest des Oktobers, den kompletten November über, nur noch alle 2 Tage eine Folge Marvel Heroes Omega releasen. Ich habe ja Marvel Heroes Omega, die Main Story, schon komplett vorproduziert. Und weil die komplett vorproduziert ist, weiß ich ganz genau, dass es den kompletten November über reicht. Also alle 2 Tage... den kompletten November über eine Folge Marvel Heroes Omega. Das heißt, ihr habt dann alle 2 Tage eine Folge Marvel Heroes Omega über den kompletten November über zu sehen. Das reicht, das schließt perfekt ab. Und ab Anfang Dezember werde ich wieder zurückkehren mit Pauken und Trompeten und einigen vorproduzierten Let's Plays im Gepäck, die dann unterbrechungslos jeden Tag erscheinen werden, beziehungsweise alle 2 Tage, je nachdem, wie ich das dann machen werde. Aber das sind dann komplett neue Let's Plays, die ich mir vorgenommen habe. Ich hoffe, die werden euch gefallen. Und der Grund, warum ich das mache, ist, damit ich nämlich dann viel Abwechslung auf diesem Kanal habe, ja, viele verschiedene Projekte. Ich möchte nämlich gerne ein Marvel-Projekt machen, ein Final Fantasy-Projekt, ein Star Wars-Projekt. Ich möchte die nach Möglichkeit vorproduzieren, damit ich einen riesen Puffer habe. Wenn ich nämlich dann Folgen mache wie Future Fight gelegentlich, wenn ich dann Folgen mache wie Brave Exvius gelegentlich, ja, diese Online-Spiele oder Marvel Heroes Omega oder so, damit ich mich dann nicht mehr so arg, so sehr um die regulären Let's Plays kümmern muss, zum einen, und zum anderen, damit ich eben ein paar mehr reguläre Let's Plays auf meinem Kanal habe für die Abwechslung. Okay, das ist der Grund. Und das bedeutet also, ab dem 1. Dezember bin ich tatsächlich wieder zurück. Ich lese alle Kommentare, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich werde vermutlich nicht alle beantworten, weil ich mich mehr oder weniger für einen Monat aus der Community zurückziehe. Und das passt gerade gut, weil ich sowieso gerade so ein bisschen erkältet bin. Also ich kann kaum sprechen, das fällt mir gerade schwer. Deswegen passt es super klasse. Also voraussichtlich werdet ihr innerhalb der nächsten vier Wochen, also bis zum 1. Dezember oder 3. Dezember oder so, werdet ihr wahrscheinlich nur höchstens einmal pro Woche oder alle 2 Wochen oder so eine Future-Fight-Folge sehen. Vielleicht sogar weniger. Vielleicht in den ganzen Monat nur eine einzige Future-Fight-Folge zum Update oder so. Mal schauen, wie ich das mache. Aber ich kehre zurück voller Elan und voller Power und mit ganz vielen Projekten im Gepäck, wenn der Dezember wieder losgeht. Und außerdem habt ihr da noch viel mehr zu sehen. Also es gibt viel mehr Marvel, Final Fantasy und Star Wars. Ansonsten bin ich weiterhin täglich online und mache die Dailies und so hier noch, ne? Da klicke ich mich immer durch und so weiter und so fort. Wer hat hier gratuliert? Das war eine gute Vision. Vielen lieben Dank, lieber Vision, dass du gratuliert hast. Wir haben es endlich geschafft. Und mal schauen jetzt hier, Wolverine, schauen wir uns mal an.
Ja, sieht jetzt momentan so aus. Ich habe ihm... Ich werde jetzt hier diese Teile farmen, die Phönixfedern weiterhin farmen, damit ich nämlich Wolverines Ausrüstung maxen kann. Dann werde ich mit Gold seine Fertigkeiten weiter erhöhen, dass die auch komplett gemaxt sind. Außerdem hat er hier Isos drin. Ja, also ich werde dann hier die stärksten Isos reinpacken, die ich kriegen kann. Mal schauen, was es hier noch gibt. Das hier zum Beispiel. Oder das da. So, das könnte ich hier reinpacken. Ist ein bisschen besser. Packen wir das da rein. So, wir machen Wolverine also richtig stark. Das braucht er nicht. Doch, das braucht er auch. Das hat er schon drin. Das hier haben wir kritische Chance. Das könnte ich hier noch mit reinpacken. Machen wir ausrüsten. Packen das hier auch noch mit rein. So. Dass Wolverine richtig mächtig wird, ne, wisst ihr? Er ist ja ein Charakter, der es auf jeden Fall wert ist, dass man ihn sehr mächtig macht. Und dann kriegt er auch möglichst viele Boni durch das Set, das ich hier habe, nämlich Auge des Habichts, habe ich hier mit reingepackt. Also das macht ihn schon mal ziemlich stark. Dann habe ich diesen Obelisken hier drin, ne, mit Ausweichrate. Kälteschaden ist unwichtig, aber vor allem das hier ist wichtig. 5 Sekunden unbesiegbar. Und was ich dann demnächst noch machen werde, ist sowas wie Karadrik vs. Karavengers. Das wird auch noch kommen, also freut euch da schon mal drauf. Und wir können jetzt auf jeden Fall mit den großen Leuten mithalten, mit den Charakteren, die wir haben. Ihr seht es ja hier, wir haben Wasp Destroyer als Konter, wir haben Luke Cage als Konter, wir haben offensiv sie hier, Sharon Rogers, wir haben Wolverine, wir haben Doctor Strange. Und an den Leuten, die arbeite ich auch noch. Die sind auch noch ziemlich mächtig. Ne, da seht ihr, was wir zu bieten haben. Also es ist schon einiges mittlerweile. Und Shadowland 1 bis 15 will ich auch noch machen. Mal schauen, wie ich das mache. Aber wie gesagt, erst einmal fast den kompletten November über werden kaum Videos kommen von den aktuellen Projekten wie Brave Exvius und Future Fight. Stattdessen produziere ich ganz, ganz viel vor. Und so ab Dezember kehre ich wieder zurück. Und dann wird einiges nachgeholt, Freunde. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich werde jetzt die Episode hier an der Stelle beenden. Die wird eher kurz, weil es mir einfach nur darum ging, euch das zu zeigen mit Wolverine. Und alles Weitere machen wir dann in der Zukunft, okay? Ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus, Hals und so. Und dann mache ich mich wieder ganz fleißig ans Aufnehmen. Vielen Dank, Freunde, und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.